Hier ist auf Augenhöhe aus Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Community, zu dieser Sendung, auf die ich mich sehr freue. Aus dem Grund, weil ich mir heute von dieser Sendung viel verspreche auf meine derzeitige Lieblingsfrage. Wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft gemeinsam miteinander leben? Anarchie im negativen Sinn ist das, was über die Massenmedien und so weiter immer wieder... Chaos. Ja, Chaos. Also The Purge und was es da alles gibt, das wird immer wieder negativ dargestellt. Es sind irgendwelche Vermummten, die auf den Polizeiautos rumspringen und die Scheiben einschlagen und sowas. Das wird assoziiert mit Anarchie, das ist es aber nicht. Im positiven Sinn ist Anarchie Abwesenheit von Herrschaft. Die Menschen organisieren sich selber, geben sich selbst ihre Regeln. Alles basiert auf dem Freiwilligkeitsprinzip, was Gewalt nicht ausschließt, weil gewaltsame Sanktionen kann man auch freiwillig vereinbaren. Das würde ich zum Beispiel machen, wenn ich eine Versicherung abschließe gegen Einbruch, dann verpflichte ich mich dazu, nirgendwo anders einzubrechen. Und ich erkläre mich damit einverstanden, dass wenn ich diese Regel breche, dass ich dann auch gewaltsam sanktioniert werde, dass ich dann in Haft genommen werde oder mir eben mein Eigentum konfisziert wird oder wie auch immer. Im nächsten Schritt musst du ja auch gar nicht mehr wählen, weil die Maschine weiß ja auch besser, was du wählen würdest. Absolut. Weil sie ja dein Verhalten kennt, von Alexa bis ins Badezimmer, bis in deine Leber. Weil sie ja überall vernetzt ist, kann sie natürlich auch die Wahlentscheidung für dich besser treffen. Also wir können sogar eine Demokratie-Simulation aufrechterhalten und du schickst einfach deine Stimme dann elektronisch per Alexa und Briefwahl los. Du weißt auch gar nicht, was du gewählt hast, aber es wird schon richtig gewesen sein. Nur als wichtiger Punkt, eine gute Idee braucht halt auch kein Gesetz oder keinen Zwang. Eine gute Idee zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie ein Problem löst. Und dann werden Menschen diese Idee freiwillig nutzen, weil sie Vorteile hat. Ja, also zum Beispiel, ich fahre Downhill Mountainbike, da trage ich gerne einen Helm. Ich weiß nicht, ob es eine Helmpflicht gibt, das spielt für mich gar keine Rolle. Für mich ist klar, dass mein Kopf nicht so stabil ist wie ein Fels. Und das ist eine gute Idee oder eine gute Erfindung, so ein Helm. Wenn man den jetzt als Fußgänger aufhaben müsste, dann hätte ich damit ein Problem. Ich bin da völlig fassungslos, als ich manche Punkte gelesen habe, wie detailliert es geklärt ist, dass eine Maske an bestimmten Orten so oder so oder so zu tragen ist und wie viele Worte man dafür verwenden kann. Das ist faszinierend. Und die Leute machen das. Und wenn sie es nicht gelesen haben, und das haben die meisten nicht, also jede Jugendschutzordnung hängt ja am Supermarkt an der Kasse, und eine Jugendschutzordnung muss da hängen, sonst gilt es nicht. Eine Corona-Verordnung habe ich noch nirgendwo gesehen. Gehe ich also in den Laden rein, die sagen, ja, das und das musst du machen. Sag ich, wo steht das? Dann sage ich, ja, weiß ich auch nicht. Steht in der Corona-Verordnung. Er sagt, ja, dann hol die doch mal. Ja, habe ich nicht. Ja, wo finde ich die denn? Also, ist da für den Winter auch was geplant? Also irgendwie, dass bestimmte Sternzeichen an ungeraden Tagen nicht raus dürfen oder so? Ja, bestimmt. Also habe ich von gelesen, hat Herr Spahn schon gesagt. Das muss man um drei Ecken erstmal denken. Und dann geht das.